So, Kinners, Angry Bot is back in space und heute nehmen wir uns in Teil 3 meiner Schiffsdesign-Serie von Star Citizen die Aegis Avenger vor. Bevor ihr weiterschaut, ein kleiner Disclaimer. Für alle die nicht mit ansehen können, wie die Gefühle eines kleinen, wehrlosen, hässlichen Etwas verletzt werden, die Besitzer dieses kleinen, hässlichen Etwas sind oder aber in Betracht ziehen. Das passiert, wenn ihr eine Aufnahme macht, dabei hochseriös sein wollt, während ihr solche Sachen sagt, wie ich sie eben geplant habe, die zu sagen, und eure Frau neben euch sitzt und anfängt zu lachen. Schnuckiputzi, das ist nicht lustig. Lass den Onkel mal sein Video machen. Ich war gerade beim Disclaimer, das ist rechtlich ultra wichtig. Und überhaupt, du weißt doch, wie empfindlich die Star Citizens sind. Oder wie Derek Smart gerne sagt, Citizens. Ja, also nochmal von vorne mit dem nötigen Ernst. Scheiße. Hör bitte auf, ich kann nicht mehr. Avenger. Ich kann nicht mehr, Leute, ich kann nicht mehr. Ich sterbe gerade. Ey, Leute, ohne Scheiß, das war so nicht geplant. Natürlich wollte ich spöttisch und fies und gemein sein und das volle Programm. Aber ich wollte die kleine hässliche Avenger nicht so derb auslachen, wie ich das gerade getan habe. Es tut mir ein bisschen leid. Oh, mir kommen die Tränen. Eieieiei. Was ein unprofessionelles Video. Sogar für meine Verhältnisse. Cool, also. Avenger, die nehmen wir uns heute vor und der Disclaimer lautete jetzt in Kurzform. Wenn ihr das Schiff gut findet, schaltet einfach ab. Das endet böse, das endet damit, dass ihr einen gehässigen Kommentar macht. Ich muss euch dann blocken, dann weint ihr und so. Das ist alles doof. Macht einfach raus. Geht eurer Wege. Und an dieser Stelle nochmal ein sehr deutlicher Hinweis. Das hat nicht das geringste, nicht das absolut kleinste bisschen mit Objektivität zu tun, was jetzt kommt. Das könnt ihr nicht erwarten. Das ist meine absolut subjektive Meinung, die rein auf meinem persönlichen Geschmack basiert. Und meiner mangelnden Toleranz. So, mit diesen Worten und diesem fröhlichen Hallo in Form eines Lachflashs. Nein, ich bin weder betrunken noch bekifft noch sonst irgendwas in der Richtung. Drogen sind schlecht, okay. Kommen wir tatsächlich zu dem Video. Wir starten einfach mit den Facts, genau, das ist gut. Dann gewinne ich die Kontrolle zurück über mich. Nochmal von vorne. Die Facts. Aegis Dynamics. Avenger Stalker ist die Variante, die wir heute betrachten. Die unterscheiden sich vor allen Dingen durch ihre Innenausstattung. Es gibt eben noch die Warlock und die Titan. Und die Warlock ist die EMP-Variante. Die hat in ihrem Frachtraum oder statt im Frachtraum ja, ein EMP-Modul und damit könnt ihr eure Feinde und dummerweise auch euch selbst deaktivieren. Ihr habt natürlich auch elektronische Systeme, wenn ihr den EMP zündet, der vorher aufgeladen werden muss. Ja, dann geht alles aus. Das heißt, ihr könnt in dem Fall höchstens Support spielen. Aber ist ja auch klar, wer so hässlich ist, kann gar nicht die Hauptrolle übernehmen. Außer es geht um was Hässliches. Wie Dumbo, der Elefant. Oder Harry Potter. Der Schiffstyp der Stalker übrigens, bevor wir zu den anderen Varianten kommen, ist Interceptor Bounty Hunting. Das gilt für die anderen natürlich nicht in der Form oder wenn dann in abgewandelter Form. Also mit dem EMP-Modul könnt ihr ja könnt ihr nicht viel Bounty hunten. Da könnt ihr zum Feind oder eben zum Gejagten fliegen und dann euer EMP zünden. Dann steht ihr beide da und guckt euch an durchs Cockpit und das ist nicht spaßig. Ja, und dann
gibt es ja noch die Titan. Das ist sozusagen die Transportvariante der Avenger, wobei, wie ihr seht, das Schiff ist nicht besonders groß, kann also auch nicht viel aufnehmen. Ist aber durch ihre Panzerung und eben bedingt durch die kleine Größe auch Agilität ganz gut, um vielleicht kleinere Mengen sensibler Fracht sicher von A nach B zu bewegen. Oder vielleicht auch, sagen wir mal, unauffällig, was ja Sicherheit mit sich bringt. Ja, zurück zur Stalker. Die hat tatsächlich als Typ oder Aufgabeneinordnung Rolle Interceptor, aber Bounty Hunting, also ein Interceptor ist sowas wie ein Abfangjäger. Die Größe ist 19 in der Länge, 14,25 Meter in der Breite und 5,40 Meter in der Höhe. Die ist also ganze 40 Zentimeter höher als die Gladius. Man mag es kaum glauben. Es liegt aber daran, dass sie ihren krummen Buckel so frech in die Luft reckt. Gewicht 18,5 Tonnen, also auch da eine ganze Ecke mehr als bei der Gladius. Warum vergleiche ich das mit der Gladius? Ja, richtig, weil auch die Gladius aus dem Hause Aegis kommt. Man mag kaum glauben, dass die gleichen Designer, aus deren Feder die Gladius stammt, sowas hier produzieren. Ja, maximale Crew, eine Person, das sieht man schon vorne am Cockpit, da ist ein Sitz, da passt eine Person rein, gut kombiniert, Sherlock. Der Frachtraum ist bei der Stalker-Variante, da müsst ihr halt differenzieren, das gilt nicht für die anderen, er beträgt 4 und zusätzlich hat die noch 6 Zellen, Zellen in Anführungsstrichen, weil in der englischen Beschreibung heißt es Prisoner Transport Pods, das ist nicht direkt Zellen, sondern Transport Pods, also sowas wie kleine Kisten, in die ja die Verbrecher steckt. Bei der Ausstattung, bei den Hardpoints und der generellen Bewaffnung, da hat die 2x S2, 1x S3 und Raketen. Und auch wieder in diesem Video klingelt das Telefon. Yay! Bei der S3-Bewaffnung muss man allerdings sagen, da ist eine ganz bestimmte Waffe montiert. Und das ist eine proprietäre Lösung, ähnlich wie bei der Gladius an der Nase auch schon. Also nicht ganz uneingeschränkt. Schauen wir uns gleich aus der Nähe an, dann wisst ihr, was ich meine. Und die S2-Mounts sind standardmäßig mit einer besonderen Waffe ausgestattet. Auch die schauen wir uns gleich an. Und dann hat die noch Raketen, und zwar 4 Stück. 2 links, 2 rechts. Auch die schauen wir uns an, wie ihr seht, von oben. Das ist sehr flächig, das Schiff. Man kann also auch nicht die Waffen rausgucken sehen oder ähnliches. Die Flügel sind sehr, sehr groß, bieten dementsprechend auch eine gute Angriffsfläche. Oder aber, man könnte auch sagen, ordentlich Material zum Damage fressen. Denn wenn die von oben zerstört werden, also zerschossen werden, die Panzerung oben an den Flügeln, ist es eigentlich noch nicht sehr dramatisch. Wir schauen uns aber erstmal, bevor wir zur Grundform kommen, die sich von unten am besten betrachten und beschreiben lässt, die Dinge an, die wir von oben sehen können müssen. Und das sind hier mit den roten Pfeilen markiert. Da ist überall ein Warnaufkleber mit roten Pfeilen dran. Das liegt wahrscheinlich daran, dass Avenger-Besitzer da Unterstützung brauchen. Oh Gott, ich werde so viele Hate auslösen mit diesem Video. Ja, das sind die Manövrierdüsen. Symmetrisch angeordnet, vorne in Cockpitnähe und hinten nochmals 2, und zwar an diesen, ja, keck rausstehenden kleinen Flossen, die die Avenger hat, die kein anderes Schiff hat, weil kein anderes Schiff sie nötig hat. Ja, nein, die haben natürlich auch andere Schiffe, und auch das ist wieder ein klares Signal für richtig atmosphärischen Flug. Im Weltall braucht man die Dinger natürlich nicht. Ja, und viel mehr gibt es von oben auch nicht zu sehen, außer natürlich die obligatorischen Luft- oder Helium-Einlässe. Ich spreche jetzt einfach nur von Lufteinlässen. Das ist, alles andere ist problematisch. Da könnt ihr auch mal die Comments von Oleg Oelsch dazu durchlesen. Der erfahrt ja auch ein bisschen was dazu, was ich damit meine. Auf jeden Fall sind diese Einlässe in Richtung des Haupttriebwerks eingefügt. Ansonsten sehr stromlinienförmig. Auf den ersten Blick gar nicht mal so schlecht. Cockpit sieht ähnlich aus wie bei der Gladius. Ja, Jetfighter-mäßig. Oder Fighter-Jet-mäßig. Ja, und da fangen die Probleme an. Kaum, dass wir die Perspektive wechseln. Wie sieht das aus, Leute? Jetzt mal im Ernst.
Das sieht aus, also ich meine, durch die Farbgebung und die Form, diese schwarz-weiße Färbung, Lackierung, wie auch immer, und die Form, wird sie liebevoll von ihren Fans Space Pinguin genannt. Es ist im Übrigen auch ein Bullenschiff. Das möchte ich nun mal an dieser Stelle anmerken. Klammer auf, mit Bullen meine ich Polizei, Klammer zu. Das heißt, jeder, der die Avenger fliegt, ist ein Bulle. Oder möchte in Wirklichkeit einer sein. Ja. Sehr, sehr, naja, fragwürdig. Auf jeden Fall. Jetzt habe ich auch nicht, mich auch noch spöttisch über die armen Leute geäußert, die für Recht und Ordnung in unserem Land sorgen. Ja. Auf jeden Fall gibt es ganz klare Parallelen zu einem Pinguin, aber eher, weil die ungefähr so dynamisch aussieht wie ein Pinguin, der bei minus 50 Grad in einem Schneesturm steht. Zuerst habe ich gedacht, sieht aus wie ein Pinguin, der im Flug, der gerade gesprungen ist, der im Flug einen Bogen macht, kurz vorm Eintauchen ist mit der Schnauze und hier seine Flügelchen nach hinten oben streckt und seine Schwanzflossen, er hat ja keine Flossen, aber seine Schwanzfedern, er hat so ein kleines Schwänzchen, eigentlich nicht zwei, nach hinten streckt, aber nehmen wir mal an, das ist ein missgebildeter Pinguin, der hat halt zwei Schwänzchen. Irgendwie passt das aber nicht. Dafür ist das dann doch auch mit diesem Bäuchlein hier doch zu plump. Was könnte das also sein? Und dann wurde mir eines klar. Das sieht aus wie ein schwarz-weißes Objekt, das mit einer exorbitant großen Fliegenklatsche auf den Boden gehauen wurde, bis es komplett platt war. Ähnlich wie diese Lackierung hier, diese Markierung auf dem Boden. Und dann mit ganzer Kraft, die dem kleinen hässlichen Entlein noch geblieben ist, sich versucht aufzubäumen und wieder aufzustehen. Daher dieser Buckel. Dieser Buckel ist ein Ausdruck der Anstrengung, die arme Avenger unternimmt, um wieder aufzustehen. Ja, aufgrund des ganzen Mobbings, das sie erfährt. So, und jetzt wieder zur Sache. Also, prinzipiell, was die Bauform angeht, keine schlechte Sache, aber sie könnte, wenn sie eine ausgestreckte Schnauze hätte, und ich weiß nicht, ob das für die Aerodynamik hier dieser Bogen wirklich so geschickt und nützlich ist. Im Weltraum ist es sowieso egal, ob das Ding gebogen oder gerade ist, aber da das nun mal, und das erkennt man an der weiteren Ausstattung und den großen Tragflächen, dass es nun mal auch mit Hinblick auf atmosphärischen Flug oder unter anderem mit Hinblick auf atmosphärischen Flug entwickelt wurde, das Schiff. Es ist also fähig dazu. Hätte man sich ja die Frage stellen können. Ich bin kein Experte, ich kann mich jetzt auch vertun. Vielleicht ist einer von euch ja in Raum, genau, Flugzeugingenieur oder ähnliches oder hat zumindest Ahnung davon, weil er Maschinenbau studiert hat. Und kann mir ein bisschen was dazu sagen. Jedenfalls, ich weiß nicht, ob das so geschickt ist, diese Rundung, oder ob die der ganzen Aerodynamik nicht eher im Wege steht. Und naja, das wirkt wie so eine Art Windblocker. Es ist schon, ja, es ist schon schräg, aber ja, es könnte flacher ausfallen. Und wenn die Schnauze, also die Front der Schnauze praktisch höher gezogen wäre, da wäre das von vorne auch ein flacheres Angriffsmuster, ein flacheres Profil. Das Bäuchlein wäre dann natürlich exponiert, also hier wird es durch die Schnauze und die Waffe praktisch verdeckt. Aber hier ist auch ohnehin relativ gut geschützt, weil da viel Panzerung ist und diverse Komponenten. Da könnte man ja eventuell sogar noch mehr Panzerung anbringen und dann ist gut. Und verzeiht bitte die Ruckler, das tritt ins Star Citizen immer mal wieder auf. Da bin ich also wirklich nicht sicher, ob das so sinnig ist. Aber auch die Flügel, die sind so komisch krüppelig zur Seite hinten geneigt. Und ich verstehe das einfach nicht. Das ist wirklich so. Also jetzt mal unabhängig von Spott und Hohn. Ich finde diese Bauart, das sieht einfach für mein persönliches subjektives Empfinden nicht schön aus. Und ich erkenne ehrlich gesagt auch nicht die Vorteile, die das haben soll. Also von der Seite auch. Klar, die hat relativ viel Raum, und muss, daher hat die diesen Bauch. Also die kann ja einiges aufnehmen. Ich meine, vier Frachteinheiten und sechs Prisoner Pods. Also da geht schon was rein.
Und das ist so gebaut, dass es praktisch den Innenraum schützt. Also da sind wir wieder beim Thema Geheimfracht transportieren. Das heißt, die kann oben ganz viel einstecken, die kann von vorne und der Seite ganz viel einstecken. Von hinten ist die Angriffsfläche auf den Frachtraum nicht allzu groß. Also ist schon darauf ausgelegt, die Fracht auch zu schützen. Also vor diesem Hintergrund, wenn man so betrachtet, macht das sehr viel Sinn. Und dann kann man vielleicht auch darüber hinwegsehen, dass es so ultra hässlich ist. Aber seien wir ehrlich, wenn jemand das ernsthaft auf die Fracht abgesehen hat, dann wird er sowieso von unten ab angreifen, wenn er weiß, dass es eine Avenger ist. Dann weiß ich alles klar, hier liegt die Hauptangriffsfläche. Hier muss ich mit meinen Patronen, mit meiner Gatling rein, um die Fracht zu penetrieren. Und ja, andererseits, man kann die von unten gut panzern. Also ich finde das sehr schwierig einzuschätzen. Kommen wir vielleicht erstmal zu den Dingen, die leicht einzuschätzen sind. Also wir hatten das Thema Manövrierdüsen. Ihr habt gesehen, eben in der Außenansicht von oben 4 Stück. Und hier unten haben wir auch nochmal welche. Ebenfalls rot markiert und natürlich entsprechend gespiegelt. Auf der anderen Seite genauso. Dann sind wir schon mal bei 6. Und das ist ganz ordentlich für so ein kleines Schiff. Das heißt, die hat auch einen immensen Hauptantrieb, der sicherlich auch größer ausfällt als bei jedem anderen Schiff, das mit dieser Größe vergleichbar ist. Also ist nicht ohne. Und ich glaube auch von der Antriebsleistung her ist das nicht ohne. Ja. Ist schon einiges und dann nochmal hier nochmal. Zap. Düsen. Und auch nochmal. Ja, also es ist eigentlich, was die Antriebstechnik angeht, oder nicht nur eigentlich, sondern ist tatsächlich, was die Antriebstechnik angeht, sehr, sehr gut ausgestattet. Bei der Bewaffnung, hier haben wir eben 2 Raketen, auf der anderen Seite habt ihr es eben gesehen, sind auch nochmal 2. Das sind jetzt in dem Fall Marksman 1, aber ihr könnt natürlich auch weitere hier montieren, je nachdem. Da geht es ja um die Halterung. Und da haben wir dann die Waffe, die Besonderheit, ihr seht es jetzt hier, oh, ich stoße an mit dem Kopf. Sucker Punch Distortion Cannon. Ja, das ist die Sucker Punch. Das Besondere an der Waffe ist, die zieht Energie ab praktisch. Also ihr beschießt damit den Gegner, dessen Energie dadurch reduziert wird, bis hin zu dem Punkt, wo dann seine Schilde und so weiter versagen. Die macht aber nicht direkt Schaden. Das bezeichnet man dann als Distortion Cannon. Ihr könnt aber rein theoretisch mit einer Sucker Punch so lange auf den Gegner schießen, bis sein komplettes Schiff ausfällt. Bis er dann manövrierunfähig dasteht, weil seine ganze Energie abgezogen wurde. Ja, und dann kommen wir zu der proprietären Waffe. Ihr seht auch, hier ist noch nicht mal ein Itemport-Punkt. Und man sieht es an diesem Übergang auch. Die ist fest verbaut. Das heißt, das geht hier in 1 über. Hier haben wir keinen klassischen Hardpoint. Es ist zwar mit S3 beschrieben. Und ich bin mir nicht sicher, ob im Rework der Avenger das umgebaut wird, sodass es austauschbar ist oder nicht. Oder ob das so bleibt. Das heißt, dann wärt ihr ja an diese Waffe festgebunden. Das ist auch keine schlechte. Das ist die sogenannte Tiger Strike oder Tiger Strike. Ja, streikende Tiger, genauso wird es tatsächlich geschrieben. Und das ist sowas wie Strike, also das englische Wort Strike, Strike, mit E angereichert, um es deutscher klingen zu lassen. Und dann der Tiger da, davor. Jedenfalls, die macht ganz gut Damage, die ist auch anständig. Und wie gesagt, als S3-Waffe an dem kleinen Schiff auch nicht schlecht. Und ihr habt hier Möglichkeiten der Bewegung, wie ihr seht. Aber eben fest verbaut. Das muss man dazu wissen. Das ist also eine Auffälligkeit, eine Besonderheit an dem Schiff, die eben unter Umständen problematisch sein kann, wenn man feststellt, dass man einen Gegner hat oder eine Mission vorhat, gegen den eben die ballistische Waffe nicht viel ausrichtet und dann man nur noch mit den Kleinen an den Flügeln arbeiten kann. Bin eben gar nicht drauf eingegangen, wenn ihr nochmal schaut hier, da ist ein Size 1 bis 2 montierbar. Was ansonsten die optischen Merkmale angeht, ist sie relativ unauffällig. Das heißt, sie hat keine speziellen Besonderheiten, was die reine Optik angeht. Jetzt die technische Ausstattung sehr wohl, aber was die reine Optik angeht, nicht wirklich. Also ein relativ unauffälliges Schiff, wenn man sich die Details ansieht. Was ich persönlich einen sehr netten Akzent finde, ist diese Lichtleiste hier an den Flügeln.
die dann diese Krümmung sehr schön umschreibt oder auch umschmeichelt und dann auf der Gegenseite genauso. Also sowas wie die Warnleuchte an den äußersten Punkten. Okay, jetzt mal zu weit weg. Man muss nah genug dran stehen, dann sieht man es auch leuchten. Und hier haben wir sowas wie die Frachtluke. So geht das Ganze auf. Da seht ihr schon, das ist ganz gut integriert. Also es ist wirklich minimiert von der Angriffsfläche her. Und wenn man reingeht, dann ist es gar nicht mal so unbequem. Also wenn ihr euch vorstellt, diese Pots, das sind die Dinger, also die sind, wie gesagt, nicht wirklich komfortabel, da werden die Leute reingestellt. Wenn die entfernt sind, dann habt ihr praktisch die Titan. Also dann steht die ganze Fläche, die dann dadurch frei wird, einschließlich hier dem mittleren Teil, für Fracht zur Verfügung. Öffnen wir das Ganze. Hier kommt ihr. Zap. Zum Cockpit. Jetzt hängt das Ganze ein bisschen kurz. Hier sind nämlich auch hier nicht wirklich sinnvoll nutzbare Fläche, aber auf der Seite, wenn ich Use drücke, dann können wir uns auch hinlegen. Also schon mal, wenn wir nochmal den Vergleich zur Gladius ziehen, ein wesentlicher Vorteil, ihr habt nämlich ein Bett dabei. Könnt also auch längere Missionen hinter feindlichen Linien durchführen. Ja, und hinter der weiteren Schleuse, zapp, kommen wir ins Cockpit. Auch sehr nice. Die Einstiegsanimation auch ganz cool gemacht. Dann sitzen wir da. Was natürlich hier direkt positiv auffällt, das ist wirklich grandios, die Sicht. Also da ist fast nichts, was die Sicht einschränkt und nach vorne hin im Grunde nur die Informationsdisplays, die man aber nicht wirklich als Sichteinschränkung bezeichnen kann, weil sie ja wichtige Informationen geben. Aber ihr habt einen tollen Rundumblick. Also für den bewaffneten Nahkampf, für den bewaffneten Dogfight ist das eine tolle Sache. Finde ich einfach großartig, tatsächlich. Also es gibt auch durchaus Dinge, die man loben kann, was die Avenger anbelangt. Jetzt hängt das Spiel immer mal wieder. Ich hoffe, die Audiospur gerät nicht zu sehr aus der Synchronisierung durch das Geruckel. Ja. Wie gesagt, leider ist das Video jetzt nicht so gehaltvoll und nicht so informationsreich wie manch anderes, aber ich kann zumindest aus der Beschreibung noch euch die ein oder andere Info mitgeben. Und zwar war das so, dass die Avenger ursprünglich als Versorgungsschiff für das Militär geplant war, daher der Frachtraum und daher auch die gute Panzerung und auch Bewaffnung. Das heißt, die sollte an der Front operieren und dort eben Versorgungsmissionen fliegen. Da wurde aber dann schnell klar, dass sie sich als Patrouillenflieger oder auch Begleitschützer gut eignet und hat dann somit ihre Rolle geändert. Und durch die drei Varianten, die es nun gibt, kann man eben alles Mögliche damit machen. Also durchaus variabel das Schiff. Aber ja, optisch wirklich kein Augenschmaus. In diesem Sinne, ich hoffe, trotz allem und des mangelnden Informationsgehalts dieses Videos war es nicht vollkommen daneben. Ich persönlich finde es genauso gut, wie es ist, denn es ist ehrlich. Ja, wenn euch das gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch. Und wenn ihr mehr seriöse und höchst unseriööse Videos rund um Star Citizen und andere Space Games sehen wollt, dann freue ich mich natürlich auch über euer Abo. Und wenn ich eure Gefühle als Avenger-Besitzer verletzt habe, dann natürlich einen Daumen runter und einen fiesen Kommentar. In diesem Sinne, vielen Dank, viel Spaß und bis zum nächsten Mal, Kinders.